Moin, hier ist Hannah von Weekend Warrior. Wir haben heute Shop News für euch. Das heißt, ja, wir wollen nur kurz ein bisschen Kram vorstellen. Nichts Wildes, aber wir haben halt hoffenweise neues Kram, alten Kram, was lange ausverkauft war, wieder reingekriegt. Es geht um Muzzles, es geht um Stocks, es geht um irgendwie Mamba-Anschlüsse an eure Kanone, ein Riser für das Holosun. Bisschen Kleinkram, bis gleich. So, auf geht's. Wir wollen es ja auch nicht lange aufhalten. Shop News sind ja immer nur so eine ganz kurze Vorstellung. Falls ihr euch wundert, ich war das ganze Wochenende Hecht angeln und habe die Sonnencreme vergessen. Naja, den Hechten hat es nicht gestört, aber Fadi hat einen Sonnenbrand. So, Shop News heißt, ja, wir haben wieder One-Shots in so ziemlich allen Größen reinbekommen. Einer unserer liebsten First-Strike-Läufe, was ganz geil ist. Und ich fange mal mit den auch richtig coolen Sachen an. Wir haben neue Muzzles für die One-Shots gekriegt. Ihr hattet nämlich immer gesagt, naja, habt ihr auch mal irgendwie eine coole Schalldämpfer-Muzzle? Habe ich jetzt von mehreren Leuten von euch jetzt schon am Telefon gehört oder hier auch im Shop gehört. Euer Wunsch ist uns Befehl. Wir haben jetzt hier eine schöne Schalldämpfer-Attrappe. Kann man das sehen? Ja, ne? Prima. Richtig, richtig nice. Den kann man, der passt nämlich auf euren One-Shot und auch auf alle anderen 22 mm Läufe. Wenn ihr also eine Rep 4 habt oder eine Milsig oder so, die haben meines Wissens in ihren Stockläufen auch 22 mm Laufgewinde. Da seid ihr hiermit auf jeden Fall gut bedient. Das Ding kostet 79,95 und sieht auch von der Verarbeitung her richtig nice aus. Dann, wo wir gerade beim Thema Muzzles für One-Shots nämlich sind, oh, ich lege den mal hier so hin. Ja. Wenn ihr in den 80ern aufgewachsen seid oder auch später, dann kennt ihr bestimmt dieses ganz berühmte Sniper-Rifle, das M82 Barrett. Das Ding, womit die durch Autos und so durchschießen. Der kleine Rambo 2 Fan, der Rambo 2 taucht das gar nicht auf. Aber in ziemlich vielen amerikanischen Actionfilmen. Auf jeden Fall haben wir jetzt die passende Muzzle dazu. Die M82 Muzzle. Sowohl für 22 mm, sprich One-Shot und Co., als auch für das klassische 7/8 Zoll Gewinde, was ihr zum Beispiel auf eure T15 vorne drauf habt oder was die ganzen Hammerhead-Geschichten außer die One-Shots haben. Oder auch Lebco hat das auch oder Nemesis. Ja, da könnt ihr euch jetzt fühlen wie ein Sniper aus einem amerikanischen Actionfilm der 90er Jahre. Und zwar beraten müsst ihr dafür 69,95. Ist ganz geil, das Ding. Ist halt jetzt Optik, ne? Ist halt Style, aber die Luft wird schon so ein bisschen nach hinten abgeführt, aber echt richtig große, ja, aber ich finde es ganz cool. Das ist jetzt das Ding, wo die Leute halt einfach sagen, das finden wir cool, das ist jetzt nichts, was man irgendwie unbedingt braucht, aber was halt auch immer ganz geil ist. Die M50 Muzzle, wir hatten sie letztes Mal schon vorgestellt, ist wieder in 7/8 Zoll verfügbar. 22 mm müssen sie noch gedulden, aber 7/8 Zoll haben wir sie wieder reingekriegt. Und dann haben wir, ja, so die klassischen Muzzles, da könnt ihr auch mal gucken, das hatten wir auch schon mal vorgestellt. Ich hatte schon gesagt, für das Holosun, so eine kleine Adapterplatte hier. Das ist nicht viel, die kann man sich aber hier zwischen seiner Picatinny-Aufnahme und dem Holosun selber dazwischen basteln. Gibt es in Schwarz für die Schwarzen, für die Holosun-Besitzer, die das Schwarz haben. Also fürs Holosun 510. Meine Güte, schwere Geburt. 1995. Kann man hier zwischenbauen, kommt das Ding ein bisschen höher, sieht ein bisschen bulliger aus. Jo, ich wollte es zumindest erwähnt haben. Na? Dann fragen uns ganz viele Leute, wir wollen Freecursion spielen und ein super kurzes Setup haben. Es gibt von Dynamic Sports Gear diesen Adapter hier dafür. Das Schöne daran ist, der hat vorne das Hammerhead-Gewinde. Das heißt, ihr könnt hier direkt zum Beispiel euren Widowmaker reinschrauben oder auch euren Bang Sticks oder Battle Sticks. Kein One-Shot, weil One-Shots haben ja ein eigenes Laufgewinde, aber Bang Sticks und so weiter, das passt, oder ihr kommt gleich ein Kunde rein. Und dadurch habt ihr ein sehr kurzes Setup, könnt die Freak-Hülsen spielen und könnt vorne eure 7/8 Zoll Muzzles, wie es euch beliebt, hier zum Beispiel das Ding oder so, halt hier raufbauen. Ist für die Leute, die halt ein kurzes CQB-Setup spielen wollen, halt eine super coole Sache. Wenn man sich das Ding holt, muss man allerdings wissen, man braucht hier noch Bodytens für. Und man muss das Ding hier festmachen also wenn man das ist halt für T15, hier oben mit der Madenschraube. Ich glaube, wir hatten das Ding hier auch schon mal erwähnt. Also das heißt, wenn ihr es so reinmacht, hat das ein bisschen Spiel. Muss das Ding halt kontern dann hier oben mit der Madenschraube. Ansonsten aber, es gibt auch noch ein Freak Master Insert Ding von First Strike selber. Es ist allerdings sehr, sehr teuer und deswegen sind wir da noch so ein bisschen skeptisch, ob wir das machen, weil das hier ist deutlich günstiger, aber man muss das halt hier kontern eben.
Wobei das andere Ding musst du auch kontern. Ja, das dazu, habe ich schon gesagt, was das kostet? 64,95. Muss ich auch mal raufgucken. Hier vorne, wir haben einen neuen Holo, neuen EOTech Nachbau, das Holosun Mod 8. Das hat hier die, das ist das ganz kurze und da gehen halt diese Fotozellen rein. Ich glaube, die heißen CR123A, die Batterie. Die sind leider nicht dabei, die sind noch ein bisschen teurer. Das Gute ist aber, die haben halt echt sehr viel Kapazität, das heißt, die gehen halt nicht so schnell leer. Und das ist halt super schlank und kurz gehalten. Und extrem robust gebaut. Also so ein Klassiker, kennt ihr ja auch viele Spiele. Es gibt es in verschiedenen Varianten und das ist eigentlich ganz cool. Und wo wir gerade hierbei sind, unsere Patches. Wir haben unsere Patches endlich mal online gestellt, für die, die irgendwie Bock drauf haben. Die Fort Militia Patches. Und wie ihr ja wisst, hatten wir ja auch schon mal gesagt, wie war das nochmal? Der gibt, glaube ich, Präzision, ne? Nee, der gibt Präzision. Oh, ich weiß nicht mehr. Der gibt Tarnung. Und der, was hat der nochmal für einen Buff gehabt? Accuracy Buff und Strength irgendwie so. Ja, ihr wisst das bestimmt. Auf jeden Fall kriegt ihr da natürlich, werdet ihr gleich gebufft, wenn ihr die Dinger tragt, ne? Das ist, die sind auch nicht nur Deko. Die bringen wirklich was. Könnt ihr euch drauf verlassen. So, weiter im Text. Die Stocks sind wieder drin. TCA Stock. Habe ich hier auch normalerweise an meinem Markierer dran. Die passen auch, wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, meine TMC sieht ein bisschen lame aus mit dem Stock. Könnt ihr die Dinger hier auch ranbauen. Oder diese MTA-Stocks, die oft eher so für Designated Marksman Rifle Style, also für DMR-Setups oder Sniper-Setups ganz cool aussehen, sind endlich wieder da. Dann haben wir noch eine Sache, was auch wieder da ist, hier diese kleinen Molle-Attachment-Dinger. Wenn ihr zum Beispiel ein PPQ mit einem Paddle-Holster habt und wollt das Paddle-Holster an euren Battlebelt oder an eure Weste machen, dann habt ihr dieses kleine Helferlein-Ding hier für 6,95 und könnt damit dann, habe ich zum Beispiel an meiner Weste auch, das kennt ihr bestimmt aus anderen Videos, da habe ich ja meine PPQ meistens hier vorne hängen. Das geht mit Hilfe von diesem Ding für 6,95. Kann man die so einhaken. Eine Sache habe ich hier noch. Der Dealer holt mal eben seine Tüte raus. Schon fein abgepackt hier. Das sind Repair-Kits für die Power-Geschichten. Wenn ihr mit eurem Regulator oder so Probleme habt, gibt es jetzt so Repair-Kits für 14,95. Da ist dann aber Füllnibbel dabei, beide Bärsscheiben sind dabei, die Shims sind dabei, also die Scheiben, die im Regulator drin sind und auch die verschiedenen Dichtringe. Das heißt, so ein Komplettset kann man sich einmal dazu, wenn man irgendwann mal irgendwo Ärger hat auf dem Event oder Spiel oder auf dem Spielfeld, kann man das eben schnell selber auch tauschen. Und wenn man sich das zutraut, ne? Wenn nicht, dann lieber nicht, weil nicht einfach 200 Bar Regulator aufschrauben und nicht wissen, was man tut. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Was haben wir noch? Gar nicht so viel. Soll ja nur eine kurze Shop-News werden. Den Stock. Ja, den habe ich hier noch, den habe ich mir hier noch hingelegt. Da wollte ich auch noch drauf eingehen, nämlich den Stock. Wir hatten das, ist eine Sache. Das hier ist quasi jetzt ein Stock, wenn ihr euren MacFed-Markierer mit einer Mama betreiben wollt. Sei es zum Beispiel, dass ihr auf einem Event seid, wo ihr so viel ballern könnt, wie ihr wollt. Dann könnt ihr euch das Ding hier hinten reinschrauben, hier eine Mamba anschließen. Den kann man sich auch einstellen. Das Ding ist hier hinten auch gummiert. Das heißt, das ist halt richtig gut vom Handling her. Man kann das Ding auch abbauen und andere Schulterstützen hier drauf machen. Das ist die Original Buffer Tube Größe, wie sie auch die originale ARA 15 oder M4, M16 oder so verbauen. Das heißt, ihr seid hier damit auch kompatibel mit allen Stocks, die es so gibt, die da passend. Und eigentlich eine ganz elegante Sache. Das Ding ist so ein bisschen nach hinten abgeschrägt. Na, ist nicht verstellbar, aber ist schon ganz gut. Und mit Hilfe dieses Rings hier kann man sich den Winkel einstellen. Das heißt, wenn man das einschraubt, dass das Ding hier auch nach unten zeigt und nicht irgendwie nach oben oder so, was ein bisschen doof wäre. Eigentlich ganz cool. 69,95 für eine ganz spannende Lösung, auch für die TMC-Spieler. Ihr könnt das natürlich auch machen, wenn ihr das Ding hier reinbauen wollt, eine Mama spielen wollt, weil ihr mal mit euren Hopper-Kumpels spielen wollt und da einfach mehr als die 6-7 Max, sprich die 120 bis 140 Schuss rauskriegen wollt, die ihr aus einer normalen TMC mit einer 0,2er Flasche zum Beispiel rauskriegt, eine 0,2er Alu-Flasche. Also, na, da kann man sich das Ding ranbauen. Ist eigentlich ganz spannend. Jo, dann noch ein kurzer Hinweis zum Thema Magazine. Wir hatten jetzt letzte Woche die uns bei Instagram folgen. Deswegen, wenn ihr es noch nicht tut, guckt mal rüber bei Instagram. Da schreiben wir nämlich immer rein. Wir hatten jetzt zwar schon ein paar TMC-Magazine gekriegt. Das hatten wir nur bei Insta gepostet. Und dann waren sie auch so puff wieder weg. Wir kriegen jetzt wieder TMC-Magazine rein.
müssten diese Woche oder nächste Woche, glaube ich, kommen, was ganz cool ist. Auch diesmal ein bisschen mehr, also schaut da mal rein, das werden wir bei Insta auf jeden Fall als erstes auch immer posten, wenn wir den Wareneingang machen. Und Dam-Magazine, die schwarzen 20er, sind auch in vielen Shops ausverkauft, haben wir wieder eine große Lieferung reingekriegt und V2-Magazine haben wir auch wieder ordentlich reingekriegt. Also die Magazinfraktion können wir euch hoffentlich mit glücklich machen. Und wir haben hier noch, wir haben auch wieder TIPXen reingekriegt, die waren auch lange ausverkauft. Falls ihr euch wundert, warum sabbelt der dann immer mit, wir haben wieder reingekriegt, bestellt ihr doch einfach und kriegt die Sachen. Ja, so ist das theoretisch auch. Praktisch, aufgrund von Corona, sind wir immer noch irgendwie in so einem Modus drin, dass wir super viel Kram einfach nicht rankriegen. Das seht ihr aber bei anderen Shops und so auch. Das ist gerade echt ein Kampf, irgendwie die Ware vernünftig ranzukriegen. Wir sind da halt immer hart dabei und versuchen das. Aber es ist leider, also sorry, wenn Sachen einfach lange ausverkauft sind, dann liegt das in der Regel nicht daran, dass wir zu doof sind, die Sachen nachzubestellen, sondern dass wir sie einfach nicht kriegen. Leider. Und deswegen betone ich das so, dass wir Magazine gekriegt haben. Andere so, ja, wieso, warum schreibt er denn das Magazin? Das ist doch Standard so, ne? Ja, leider ist es nicht. Einige von euch kennen das bestimmt. Habt ihr da schon Erfahrung gemacht? Schreibt es auch mal gerne mit in die Kommentare. Der Markt ist da gerade so ein bisschen, ja, naja, ihr kennt das. Viele von euch kennen das bestimmt schon. Auch TMCs zum Beispiel gibt es auch gerade irgendwie kaum welche mehr auf dem Markt. Wir haben da noch welche, aber ja, wer weiß wie lange und wann wieder welche kommen. Aber die TPX, die haben wir wieder reingekriegt, und zwar als normale TEPX in Schwarz und eben auch als Deluxe-Kit. Beim Deluxe-Kit ist es so, da ist, wenn ich mich recht erinnere von früher, ist da ein Magazin mehr dabei. Also ihr habt dann drei Magazine, die von Haus aus dabei sind, drei 7-Schuss-Magazine. Ihr habt eben halt auch schon das richtige Holster dazu, was ganz cool ist. Und ja, das ist es, glaube ich, schon. Vergessen? Nee, ne? Das kann so sein. Eigentlich ein schönes Set. Also für die TEPX-Fans, was kostet? Basic auch nicht. Ha, 378,90 Euro. Ist umgerechnet ein bisschen günstiger, als wenn man sich den Kram halt so zusammen bestellt. Und ja, wir hatten ja auch schon mal ein TEPX-Video gemacht, für die, die sich dafür interessieren. Vielleicht blenden das mal am besten, wir blenden das mal ein. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist auf jeden Fall, wenn es darum geht, eine Pistole mit Kaliber 68 schießen zu wollen, dann ist die TEPX auf jeden Fall ganz weit vorne. So, Fancy, wir haben gesagt, wir machen ein kurzes Video. In diesem Sinne wollen wir es, glaube ich, auch dabei belassen. Ja. Danke auch nochmal für das ganze positive Feedback zu unserem Lauftest-Video. Das kam auf jeden Fall ganz gut an bei euch. Das freut uns sehr, haben wir uns sehr darüber gefreut. Und ja, wir passen auf, wir schießen natürlich nicht auf die Pferde, natürlich nicht. Deswegen haben wir auch aufgehört zu schießen. Also, it's done by professionals. So halb. Ja, und sorry nochmal für die Verzählnummer. Nächstes Mal kriegen wir das auf jeden Fall besser hin. Guti, also, allerbeste Grüße nach Paintball Deutschland. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.